Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Wir sind hier stehen geblieben vor der Feuerio-Hütte, die Heimat der Gießerei. Jetzt gucken wir uns das endlich mal an, was hier drin los ist. Also ein optionaler Ort. Ich dachte eben, das wäre Libell. Keine Ahnung, was das für ein Fatzke ist. Werden wir uns mal anschauen. Und kennt ihr das? Erste Generation Allee. Diese Plattformen, die einen irgendwie rumschleudern und so. Das heißt quasi... Wir müssen ein bisschen drauf achten, wo wir lang gehen können. Geht halt mal links lang. Ist okay. Trainer. Dann mach mal. Ich wähle mal ein Pokémon aus. Und zwar, wer sollte denn trainiert werden? Eigentlich alles ziemlich gleich, ne? Ach, ist doch Schnuppe. Ich arbeite in der Gießerei, daher bin ich heiß und fertig. heiß und schwitzig, meine ich. Du bist bestimmt auch fettig. Obwohl, er ist eher schlank gebaut. Aber du bist trotzdem fettig. Ja, mit dem Pokémon von denen... Da brauche ich ja nicht viel zu sagen jetzt, ne? Mach einen Abflug. Dass man das so einfach zu Level 53 Pokémon sagen kann, das verwundert mich schon. Statik. Na, Spitzenklasse, supergeil. Dagobert? Sicher jetzt erst. So, die Beltra. Ja, machen wir es trotzdem richtig und gehen kein Risiko ein. Bin ich halt mal so, obwohl ich gnadenlos überlegen bin. Und warum habe ich als verdacht, dass das dritte Pokémon im Bunde Elevoltik ist? Ich meine, diese Möglichkeit, finde ich, ist gegeben. Electek geht jedenfalls down, das war er. Mach's gut! Das kommt mir vor wie ein Déjà-vu. Ja, Elevoltik in Ehren. Aber so eine Lusche. So eine Lusche. Kann doch nicht immer Erdbeben aushalten. Von der Level 3 in 94 Pokémon. Aber cooler Sprite irgendwie. Das ist der männliche Sprite. Ich habe ein weibliches, ne? Ich will ein männliches Elevoltik. Quatsch. Okay. Haben wir dich aus dem Weg geräumt, Onkel Dagobert? Mein Feuer ist erloschen. Sei fettig und geh mir fettig aus dem Weg. Da oben geht's nicht weiter. Da rechts. Und das bringt mich nur zurück. Und das bringt mich dahin. Und das bringt mich wohin? Hierhin? Gut. Ist eigentlich sehr simpel, diese Dinger. Nicht so wie Spielhalle früher. Da musste man nur erstmal gucken. Oh. Das ist natürlich... Da müssen wir halt den anderen Weg gehen. Das war nur für das Item. Blub, 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 wie es anhört. Ich meine, der dreht sich doch nur. Und hier lang. Mhm. Wie diese ganz alten Gameboy-Spiele. Die haben sich auch so angehört, teilweise. So, du jetzt? Wie lange braucht bis zum Fleckmann oder was? Wir bekommen hier in der Feuerhütte nicht oft Besucher wie dich. Lass uns zur Feier des Tages kämpfen. Kennen Sie die... Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Kennt ihr die Glühbirne, die seit über 100 Jahren oder so an ist? Es gibt so... Warum komme ich da jetzt drauf? Auf jeden Fall gibt es halt irgendwo so eine Feuerwehr oder so. Da hängt eine Glühbirne, die schon seit 100 Jahren brennt. Also sie hat da nicht immer gebrannt, sondern... halt eine Glühbirne, die... Was weiß ich... Es soll auch so ein Beweis sein, dass heutzutage die Glühbirnen so entwickelt werden, dass sie nach einer Zeit kaputt gehen, dass du neue kaufen musst. Aber die damals, die waren so angelegt, dass die ewig halten. Gefälligst. Und mal sehen, ob wir den klein kriegen. So einfach. Und die ist wirklich an und da gibt es wirklich mit Webcam, also ihr könnt irgendwo im Internet, ich weiß nicht, wie sie heißt, es gibt einen Namen für diese Glühbirne, eine Webcam angucken und dann seht ihr, wow, eine Webcam, wie sie die Glühbirne zeigt. Und es wird jede Minute aktualisiert, ob die noch brennt. Das ist auch schon ein Jahr her oder so. Vielleicht ist inzwischen aus, wer weiß. Aber auf jeden Fall gab es eine Glühbirne. Könnt ihr mal gucken. Würde mich interessieren, ob die noch brennt. Die längst haltende Glühbirne der Welt oder irgend sowas. Mit Live-Webcam. Die darf man auch nicht ausschalten, quasi. Weil die ist schon... Gerade deswegen, weil sie die ganze Zeit an war, 100 Jahre oder 110 Jahre waren es, glaube ich sogar. Deswegen brennt die immer weiter.
Ach ja. Ich versuche mich zu erinnern, wie die hieß oder so. Aber egal. Ich habe damals auch, weil ich so blöd habe, wirklich mal ein paar Minuten da... Hey, der hat's überlebt? 5 Minuten lang geguckt und jede Minute hat sich aktualisiert und so und die brennt immer noch. Ob nach 110 Jahren, wenn ich dann gucke, so ausgeht. Jeder will dabei sein. Bei diesem historischen Moment. Aber irgendwie kam mir das so vor. Von wegen, wir haben hier nicht allzu viele Besucher. Keine Ahnung, aber die Jonas. Feuer noch einmal, nur weil mir danach ist. Feuer! Jo, ich bin's. Die Bodenplatten bewegen sich automatisch. Darauf sind wir stolz. Ja. Betriebsunfälle fördern oder was? Wir können eigentlich nur hier weitergehen. Hey, ein Item! Warte. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Warte. Ja, ja, die sind schon gebongt. Indigo-Stück. Du Stück, du. Und wie ich da hinten hinkomme, das werde ich mir jetzt auch genauer anschauen. Warte mal, der bringt mich nur zurück. Ja, ja, aber da ist noch ein Item. Och nö, bei dem Knülsch. Ja, das war jetzt meine Dummheit. So, ich könnte runter zu dem, aber es würde mich nur noch weiter runter bringen. Aber ich probier's und hatte Pech. Ich war zu blöd jetzt. Okay. Ja, ja. Denken, Gehirn. Ist klar. Welchen Weg davon man wählt, ist ja total schnuppe. Ah, falsch. Oh. Knock, 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 knock. Immerhin geht's schneller. Also in Feuerrot und Blattgrün gehen die Dinger ja auch schneller. Aber im originalen Rot, Blau, Gelb, Grün, das war... Da, Ewigkeit gedauert. Ich meine, der hier ist jetzt auch kein... Diese Bewegungsplatten, die sind jetzt auch keine Weltmeister. So, der einzig wahre Weg ist hier entlang. Feuerio-Hütte, wenn ich mir sowas schon anhören muss. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang, das bringt nichts. Ja, what the... What the... Ach da. Jetzt sehe ich's. Wollte gerade sagen, es gibt ja gar keinen Weg mehr im Moment. So. Feuerstein, also seht ihr. Ich könnte wirklich, wenn ich erstmal alles erkundet habe, dann gucke ich mal, welche Elementsteine wir einsetzen können. So, pass mal auf, der hier bringt uns wohin? Einfach wieder zurück, okay. Dann müssen wir jetzt hier lang und den richtigen wählen. Wenn wir das wählen, kommen wir... So, wenn wir in der Mitte wählen, wenn wir das wählen. Alter. Also der untere bringt uns wieder raus. Der bringt schon mal gar nichts. Dann probiere ich mal die goldene Mitte. Man merkt schon, das war nichts. Das war leider nichts, ne? Dann geht halt nur der obere. Ich überlege, wie man jetzt zu dem Item da kommen soll. Ja, da kann man dann wieder zurücklaufen. Theoretisch. Theoretisch. Also, na also. Bevor wir uns mit dem Trainer da beschäftigen. Steinrauch. Was die alles so für Rauch haben neuerdings. So, hallo. Guten Abend. Nerven dich die Bewegung der Bodenplatten schon? Nö. Ihr könnt ja noch stundenlang so weitermachen. Alois. Ja, und wieder diese Entwicklungsstufen, die anfangen mit Pokémon der ersten Generation und dann immer weitermachen. Ups, keine Flucht. Die dann immer weitermachen. Ah, Eisenschädel ist wieder uneffektiv, aber hey. Überhaupt ist Xerox hier nicht so der Burner. Ganz und gar nicht. Aber ich lasse mich nicht von so einem... von sowas wie dir bezwingen, liebes Magby. Da muss ich dich leider little bit enttäuschen. Ja, wir hatten was war's? Elekid, Elevoltec und Electek und das andere war... Ich hätte schon wieder vergessen. Achso, Magnetilo, Magneton und Magnesaun. Dementsprechend kommen jetzt hier Magby.
Magma und Magbrand. Wobei ich das bei... Ich finde es so beeindruckend, das sind Dreierstufen, ja, also bei Magma und bei Electek. Aber in der ersten Generation standen die noch komplett alleine da, ne? In der zweiten Generation bekommen sie eine Vorstufe und in der vierten Generation eine Weiterentwicklung. Ich finde es schon erwähnenswert. Ernsthaft. Das hat schon was. Magnetilo ist ein bisschen anders. Der hatte ja schon zwei Stufen in der ersten Generation. Aber der hat sein Element verändert. Ja, der war anfangs nur Elektro. Bekam das Element Stahl dazu. Ziemlich das einzige Pokémon, was das Element verändert wurde, oder? Von Spiel zu Spiel. Oder hat irgendjemand das Element Unlicht dazu bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Wisst ihr was? Lashoking brennt. Lichterloh. Bei sowas verstehe ich nicht. Naja, gut. Ist ja taktisch rundenbasiert, aber trotzdem. Eigentlich könnte Lashoking Surfer und brennt das weg, ne? So von der Logik und so. Aber, ja, vom Sinn her nicht. Er versucht den Brand weiter anzuheizen. Ja, was haltet ihr vom Magbrand? Sieht er cool aus? Das ist irgendwie fragwürdig, ne? Naja, es hat schon was, ne? Aber Magma... Magma sieht ja schon nicht so... cool aus. Was soll's? Das brennende Lashoking. Geht es jetzt eigentlich wie... Verbrennung, dass er jetzt bei jedem Schritt... Ich glaube schon, oder? Nee. Nö. Na dann lass ihn brennen. It's burning. Hallo? Nun, hallo! Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Ich versuche die Arbeit hier zu verbessern, indem ich Bodenteile einsetze, die sich bewegen. Aber nicht jeder ist wirklich glücklich darüber. Sie sagen, die Bodenteile machen einen schwindelig. Nun, ich sollte dir hier nicht die Ohren voll jammern. Hier ist ein Andenken an deinen Besuch. Sternstück erhalten. Irgendwie kam der mir so böse vor, aber der ist er gar nicht. In meiner Eisenhütte wird aus Eisenerz Roheisen gewonnen, indem ich Verunreinigungen daraus entferne. Dieser Vorgang beschert uns eine Vielzahl an farbigen Scherben. Möchtest du Sternstücke gegen diese Scherben eintauschen? Naja. Habe ich jetzt bekommen. Achso, ich dachte, ich kann mir aussuchen. Flammenwurf! Das ist eine super Attacke. Da könnte man echt einfach mal gucken, wer das drauf hat. 35 war es? Das gibt natürlich neue Möglichkeiten. Ein Logok würde sich weiter ins Abseits stellen. Die Belta. Elevoltik. Naja, glaube ich nicht, aber ich guck halt mal. Nee. Steinhagel. 75. Flammenwurf ist schon viel stärker. Viel stärker. Aber auch spezial. Deswegen zögere ich erstmal. Warte mal. Ich muss gucken. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, ja. Nö. Warte. Spezial ist deutlich schwächer. Ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Kann ich Flammenwurf verwenden? Wenn ja, für was? Für wen sollte ich ihn am besten verbraten? Diese TM. Ansonsten haben wir die Feuerhütte jetzt abgeschlossen. Darin waren gar keine wilden Pokémon. Das hat mich ein bisschen irritiert. Falls irgendjemand kommt, stelle ich mal einen anderen nach vorne, weil Xerox ist kaputt. Wobei... Dann das Heilen. Wofür war dieses Haus da? Hat man uns da nicht geheilt? Ich meine, wir hatten hier den extrem Ewigwald jetzt vor der Brust. Ja, natürlich. Bestens. Dann mache ich Xerox wieder nach vorne. Vielleicht ergattere ich noch das eine oder andere. Vielleicht interessante Käfer-Pokémon. Man weiß es nicht. Wie krass, der eine brennt, der andere ist paralysiert. Der nächste ist schon schlagkaputt und K.O. Und ich, ja, gehen wir mal weiter, ne? Heilen ist was für Noobs. Okay.
Ja, ich glaube, so ziemlich alles haben wir hier schon gesehen. Wir haben ja hier damals Celebi gefangen. Was? Bist du... Ich wollte gerade sagen, sag mal, Leute, was ist denn das? Ja, 1%! 1%! Wenn es wenigstens Mew gewesen wäre, der versteckt sich doch auch hier. Ich muss den auch da irgendwann finden. Unglaublich! Das ist nicht wahr. Celebi. Es war damals bei uns ein großes Event, weil ich ein Level 70 Celebi gefangen habe. Und alle haben gesagt, yay, yeah, wenn du das jetzt als Teammitglied hast, aber habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht. Aber obwohl, ich habe es ja selbst gefangen, das würde mir gehorchen. Weil ich früher auch immer gern gemacht, ersten Edition, so ein Level 100 Mewtwo einfach mal rübertauschen. Ne? Aber es gehorcht einem nicht. Das war halt schon furchtbar. Und mit Himmel... Mit Hilfe eines Schummelmoduls konnte ich dann, wie zum Beispiel auf Route 1 ein wildes Arctos, Zapdos und Lavados habe ich mal gemacht. Da habe ich das ganze Abenteuer halt mit Arctos, Zapdos und Lavados trainiert. Und als wir damals Celebi hier gefangen haben, war es ein Doppelkampf, zusammen mit Scaraborn. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist das Scaraborn, das wir damals zusammen mit Celebi hatten. Und ich musste ihn erst besiegen, bevor wir Celebi fangen konnten. Echt, gibt's nicht. Einfach so Celebi nochmal aufgetaucht, ey, ohne... Ganz normale Musik. Das hätte ich nicht gedacht. So, Scaraborn nicht einfach zu fangen. Mal gucken. Ja, aber einfach genug. Da haben wir ihn. Das wundert mich, wenn es so wenigstens Mew gewesen wäre. 1% Rate. Und ich krieg den sofort. Das liebt süßen Honig. Um den ganzen Honig für sich zu haben, schleudert das Rival mit seinem Horn davon. Schleudere deine Rivalen mit einem Horn davon. Gut. Boah, dieser Wald, ey. Komm, Mew, 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 Mew. Gummi, fast dasselbe. Dum, dum, drum, dum, dum. Gummi. Naja. Da unten wird nichts mehr gewesen sein. Ah, ich gehe trotzdem hin. Janma! Der sah so komisch aus eben. Ich habe eben gedacht, was ist das denn für ein Pokémon? Aber Janma, für meine Begriffe das Raupi mit Flügeln. Und gucken. Watrivi. Jetzt erscheinen lauter schöne Pokémon hier, aber ich habe die irgendwie alle schon. Das ist schade. Bedauernswert. Bemitleidenswert. Hier ist nothing, hier ist gar nichts. Komm, Mew, 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 Mew. Sichler. Los, Xerox. Mann. Das ärgert mich irgendwie. Ich konnte mit diesem zweiten Celebi ja nichts mehr anfangen. Janma. Na komm schon, verzieh dich, mach die Fliege. Mach das Insekt. So, hier ist nichts weiter. Jetzt haben wir die Villa. Guck mal, eins geht noch. Weil jetzt kommt Mew. Pass mal auf. Jetzt kommt Mew. Ah, wie schön. Mew ist da. Sieht aber komisch aus. Heute. Werfen wir noch einen letzten Blick in die Villa. Nicht, dass ich da irgendetwas vergessen haben sollte. Machen wir mal hier ein bisschen Ordnung. Schnipp, schnapp, Hecke ab. Und hier links und rechts. Habe ich damals auch schon geguckt. Scaraborn! Oh Gott, das war in der Anime-Serie so ziemlich das Überflüssigste, was der je gefangen hatte. Naja, ich fand den nicht schön. Ich fand den nicht gut, Scaraborn. Ah, es hat schon was gehabt, aber. Pff. Ah, komm, ab ins Haus. Da kommt das Celebi. Und ich sag euch, eher kommt ein drittes Celebi, als das Mew kommt. Unglaublich. So, hallo.
Die Villa. Naja, wir waren schon überall eigentlich. Rotom haben wir einkassiert. Hier gibt es auch keine legendären. Alpollo, Nebula haben wir, aber Gengar haben wir noch nicht. Also gab es hier noch irgendein komisches Pokémon. Mal gucken. Ich suche als dieses Kind. Irgendwo im Raum war so ein Kind. Speisesaal. Ach, die epische Mucke. Ja, da gucke ich halt nicht hier, sondern nur da unten. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Liebes Kind. Hallo. Manchmal scheint er halt so ein Geist. Ich finde ihn irgendwie nie. Und jetzt kommt's. Nebula. Ja. Das war noch Pokémon, hä? Simpel und trotzdem Charakter. Ah, mich juckt's in der Hand. Am Arm. Am Unterarm. Das war jetzt voll die important Info für euch. Paras. Du bist auch kein Mew, oder? Bist du Mew? Naja, so ähnlich. Ja, Kurs auf die legendären Pokémon nehmen wir natürlich noch auch gezielt, aber jetzt durchforsten wir erstmal alles und ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Übrigens, wer jetzt zuschaut, kann Daumen hoch geben. Manchmal vergesse ich das am Ende und so. Aber ihr macht's einfach mal. Macht nochmal Daumen hoch. So, da unten ist nichts. Da ist nichts. Können wir da oben rechts mal gucken. Macht vom Age. Du bist Schnee von vorgestern. Korbuzi. Da. Nee, nix da. Noch einer? Na, komm schon. Wenn ich auch mal eine andere Tageszeit einschlagen würde. Ah, ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, dass ich den schon habe. Papinella, dritte Generation. Oder dritte Dimension. Auf jeden Fall. Bis zum... ja, den kassieren wir ein. Ich glaube, von Wampel, ne? Ja, Wampel konnte sich auch in zwei verschiedene Concons weiterentwickeln. Und dann kam entweder Papinella raus oder was anderes. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, was ich gemeint habe. Moment mal, warum hat er so viel? Ach, wegen Morgengrauen? Ups. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass er wieder Energie hat. Egal. Stört man das während des Pollensuchs, stößt es mit seinem langen, dünnen Mund zu. Ach schau. Das ist quasi ein Mund. Ich bin ja kein Schmetterlingsexperte, ne? Ewig genau. Was machen wir denn hier jetzt am besten? Vor allen Dingen, wo wollen wir lang? Mal so gucken. Was war denn das? Ach, das war Team Galaktik. Ja, ja, okay, nicht schlimm. Ich habe gedacht, ich wäre da noch nicht gewesen. Aber klar, Team Galaktik. So. Achso, ich dachte, es wären Bären. Nein, das sind Fahrräder. Gucken wir mal hier oben. Oben droben. Hier war bestimmt etwas. Ein Mondstein, guck mal an. Nicht schlecht, Pipi kann sich entwickeln damit, Pummeluff oder auch Nidorina, Nidorino. Und ich glaube sogar noch mehr. Da geht's eine Route weiter. Das wird derselbe Quatsch sein, da, ne? Irgend sowas. Ah ja, gucken wir uns das halt mal an. So kein Ding. Nein, nichts. Nothing. What the? Ja gut. Muss ich akzeptieren. Gucken wir mal, was wir jetzt, wie wir am besten gehen sollen, damit wir quasi weiter gucken. Rechts geht's lang. Bizarre Höhle haben wir komplett erkundet. Da kann ich mir nichts vorwerfen. Ach, der Karlberg fehlt uns ja noch. Ah, den machen wir auch noch dann.
das ist immer so eine Sache hier mit dem Kraterberg jetzt gleich. Egal, wir gucken uns erstmal hier um. Und ihn? Genau. Mit Lippenstift. Oh Gott. Aber haben wir schon. Ich habe mich damals schon aufgeregt. Wie dämlich. Ach ja, das war dein Todesurteil. Wegsperre. Oh, ihn genau. Es tut mir sehr leid. Aber du machst einen Abflug. Und zwar im hohen Bogen. Bist du doch gewohnt, oder? So, wieder ein Schuss in den Ofen. Wahnsinnig viel EP. So. Hallo, Ninja. Du bist ein Held. Der die Welt erhält. Da wollen wir mal lang gehen. Waren wir da schon mit Zertrümmerer? Mal gucken. Alles anklotzen. Was? Irgendwie schon, tatsächlich. Da lag, glaube ich, sogar ein Item. Da auf Wasser können wir nicht. Ha, gucken wir uns mal diesen Eingang an. Mysteriös, fürwahr. Fluffel. Ach, hier sind wir. Wo es die ganzen Baby-Pokémon gab. Ich muss mich jetzt erstmal finden. Ja, diese Höhlen, die sind echt, die hängen irgendwie zusammen. Der Kraterberg. Und alles ist so wirr. Pie. Ja, solchen Pokémon kann man noch gar nicht wieder. Kann man schon, wenn man will. Ob wir hier schon mal waren? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sonst wäre hier oben bestimmt ein Item. Oder was hat das hier zu bedeuten? Riolo. Ach, es ist schon so ewig her, da haben wir einen Riolo gefangen. Echt, ey, wir haben das Let's Play schon so ewig, Mann, ey. Schon ehrlich, ey. Ja, hier waren wir doch schon überall. Ich glaube, wir brauchen uns hier nicht weiter umschauen. Hier haben wir schon jede Ecke erkundet, oder? Ja, tun wir, was wir können. Da geht's runter, da kommen wir in so eine Sackgasse. Ja, ja, und da sind wir hergekommen, ist klar. Fluffel. Immer dieselben, aber hier gibt es wirklich nicht viel zu fangen. Wir können uns hier nochmal umschauen, aber ey, da haben wir doch was. Kraxler, den hatten wir damals garantiert noch nicht. Dann kraxel ich mal hoch. Nein, 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 nicht nötig. Ruf mit der! Macht Schnuff! Also. Psychokinese! Na gut, kann eh keiner lernen, außer Lashoking, aber der kann's bereits. Aber schön, das sind doch fette VMs, oder? TMs. Ansonsten, ja, die Rote hat sich dann gelohnt, irgendwie. Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass ich die meisten TMs nicht mehr brauchen werde. Aber vielleicht habe ich es euch damit mal gezeigt. Und ihr wisst Bescheid, dass ihr, wenn ihr das selber zockt, egal ob original oder bloody, dass hier der Punk abgeht, dass ihr wisst, wo es hängt. Und hier hat sich auch noch was getan. Och nö, du schon wieder. Was willst denn? Diese Höhlenmalerei. So wurde sie immer beschrieben. Das Licht in der Mitte steht für das Erscheinen von Dialga oder Palkia an der Sperrsäule. Die drei Lichter darum sollen vermutlich Selfe, Vesprit und Tobutz darstellen. Soll ich fortfahren? Ja, fahr weg. Aber dann ist mir aufgegangen, dass man auch anders interpretieren könnte. Könnte dieses Lichterdreieck nicht vielleicht für ein anderes Trio stehen? Dialga, Palkia und Giratina vielleicht? Und das große Licht in ihrer Mitte steht für etwas anderes? Könnte es den Gestalter unserer Welt symbolisieren? Ach, Arceus. Theorie. Weißt du von den uralten Tafeln, die in ganz Sinne gefunden werden? Ja. In einer davon war das ja eingraviert. Zwei Wesen von Raum und Zeit wurden aus dem Ursprünglichen geboren. Das ist ebenfalls ein Hinweis auf die Existenz eines weiteren Pokémon. Ein Pokémon, das sogar noch mächtiger ist als Dialga und Palkia. Findest du das einleuchtend? Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Giratina in das Gesamtbild passt. Jetzt selber sind angeblich wieder Raum und Zeit stabil. Stabil. Das ist noch bevor wir hätten das lesen müssen, ne?
Ich finde, das verrät über unser Giratina, das einzige Pokémon dort. Es muss so mächtig wie Dialga und Palkia, die Herrscher der Zeit und Raum gewesen sein. Irgendwie muss sich aber die Macht von Giratina von der beiden anderen Pokémon unterschieden haben. Tut mir leid, dass es so ausartet. Darf ich eine letzte Anmerkung machen? Ich frage mich, wer das hier vor langer Zeit angefertigt hat. Der Zeitenhelm von Dialga, der Raumschlag von Palkia. Für die Menschen damals muss es wirklich so ausgesehen haben, als würden diese Pokémon über Zeit und Raum herrschen. Bla bla bla. Jetzt reicht's mir aber. Ja, wir haben doch schon Giratina gesehen und gefangen. Was willst du denn? Doch, doch nicht mal hier gucke, ohne dass gleich so eine Tante angerauscht kommt und mir was vom Erdbeerkrieg erzählt. Eieiei. So, in diesem Kaff, Alice's, muss ich echt mal so sagen, hier ist ja nichts los. Gibt's gar nichts, hier bräuchte man auflockern. Hey, das ist noch ein Item. Kaskadehammer, Kaskadehammer. Boah, ich bräuchte echt auflockern, aber haben wir nicht dabei, was soll's. Können auch so alles erkennen, gerade noch. Ich muss halt irgendwie auf Wasser kommen. Sieh mal da, nicht mal Zertrümmerer hatten wir damals. Also es ist wichtig, dass wir hier nochmal lang jumpen. TM30 Spukball. Jetzt finden wir echt geile TMs momentan. Ja. Dann nehmen wir dieses Wasser und das führt uns wahrscheinlich zu den Wasserfällen. Richtig. Vielleicht mal irgendwo anders hin. Ah, gibt zwei Wege. Vielleicht mal was anderes. Oh, Allerbüst, den haben wir noch nicht. Schön, ja, den schnapp ich mir. Ach, komischer Nebel da als. Dürfte trotzdem klappen. Einmal oder zweimal. Er erweist sich als harter Hund. Gewinnt aber auch keinen Schönheitspreis, oder? Allerbüst. Oder hat den schon mal irgendjemand trainiert? Irgendwie, irgendwo? Irgendwie, weiß ich, wage ich das zu bezweifeln. Weil Allerbüst ist, weiß nicht, hat er irgendwas Besonderes? Für mich ist es nur so ein 0815 Pokémon, was Pokédex Nummer 8 Milliarden versauert, ne? Aber wir kümmern uns drum. Ein Herz für Allerbüst. Dann Überball. Da haben wir noch 106 Stück. Na, 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 na. 1, 2, Hohoi. Und drin. Allerbus. Das ist doch löblich. Zeig mal her. Es lebt tief im Meer. Sein Schweif ist wie ein kleiner Fisch geformt. Mit ihm lockt es Beute an. Ach so. Ja. Interesting. Ja, aber ich bin froh, dass hier mal ein anderes Pokémon ist. Nicht immer nur Enturon und so. Hä? Ist hier irgendwas? Ein Item? Nix? Ist gar nix. Ist eine tote Hose, Mensch. Und runter. Dann gucken wir mal hier. Lululul. Es tut mir jetzt leid wegen dem Nebel, aber soll ich jetzt extra ein Pokémon aus der Box holen? Das auflockern kann. Ich denke mal, das werden wir überleben. Billenrauch. Wir finden bevorzugt den ganzen Rauch. Den, der verteilt ist über Sinnoh. Gehen wir den Weg nochmal zurück. Eigentlich wollte ich ja da über die bizarre Höhle rumjumpen. Aber jetzt habe ich doch mich für einen anderen Weg entschieden, anscheinend. Ich wollte gerade sagen, will nicht noch irgendein Pokémon kommen, das ich noch nicht habe? Ja, ist doch gar nicht böse. Ist, glaube ich, die Vorstufe. Finde ich aber cool. Voll in Ordnung. Trugschlag. Ja, da können wir die auch in einem Part, die ganze Evolutionsreise, Evolutionsreihe. Abschließend wie bei Monopoly, eine ganze Straße. Parkstraße und Schlossallee, zack, zusammen. Naja. Taucht unter, was wird denn das für ein Quatsch?
doch mal vernünftig, du. Sollen dein Spielchen. Taucher, geht daneben. Oh, es tut mir aber leid. Aber unter Wasser dürfte Nebel eigentlich nicht gravierend entscheidend sein. Kann der jetzt mal aufhören mit seinem Quark da? Er will sich nur drücken vor seiner Zukunft. Er weiß, was ihm blüht. Ich brech zusammen. Na, 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 na. Wow! Der kam Psychokinese. Das ist ja mal interessant. Ist der Wasserpsycho oder was? Auf jeden Fall ist er ein Psycho. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn vielleicht nicht sogar vom Typ, aber. Sieht ja schon sehr. Oha! What the F? Kein Problem, wir haben noch mehr. Wir haben noch Netzbälle und so ein Quatsch. Aber ich probiere es noch einmal mit dem Hyperball. Vielleicht zeigt er sich ja kooperativ. Eins. Tja. Gucken wir mal, was wir so für Alternativen haben. Schmeiß ruhig mit deinen Level umbiegen mit um dich. Aha. Bälle. Flottball, Netzball. Der sich besonders gut eignet, um Wasser-Pokémon zu fangen. Dann komm mal her. Eins, zwei, drei. Die perfekte Ballanwendung. Ich komme vor wie beim Golf, wenn man so einen Schläger auswählt. Es lebt auf dem Grund des Meeres. Im Frühling wirkt die Farbe seines Körpers viel kräftiger. Hilfe. So. Ja, bin ich ganz froh, dass wir das haben. So. Können wir die Route vielleicht abschließen? Da oben sehe ich was. Hier rechts. Oben. Komm ich da irgendwie hin? Klar. Da ist da sogar ein Item. Ist hier irgendwo Kraxler? Ich erkenne es vielleicht nicht. Sieht aber nicht so aus. Alles erkunden. Dafür sind wir hier. Schlobleck. Er hat noch schon mal als Gegner, aber so als. Gut. Nehme ich. Klar, gerne, komm her. Willkommen in meiner Sammlung. Mhm. Sehr interessant. Plattgeißel. Na komm, das dürfte doch reichen. Schlobleck. Du machst ja keine Faxen, du bist doch ein anständiger junger Fettsack. Eins. Da kriegst du zu viel. Sorry. Mach mal Flottball. Willst du davon? Oh, bin ich müde, ey. Ich brech gleich zusammen. Ja, Schlurbleck, Mensch. Ich wollte noch gucken, was auf der Route los ist. Macht mich doch nicht hier so fertig. Schlobi. Ja, Hyperball. Alles andere ist jetzt gerade witzlos. Eins, zwei. Boah, was für ein Müdigkeitsanfall. Ich brech gleich zusammen. Ja, Alter, vorher will ich noch Schlurbleck fangen. Immer halt heller, Schütze auf. Mann, es tut mir leid jetzt. Oh Gott, oh, ich wollte schon Donner machen. Hör auf, Donnerwelle. Geht daneben. Wie geht daneben? 100%ige Wahrscheinlichkeit. Es liegt wohl wirklich am Nebel, ja klar. Aber ansonsten ist eigentlich Donnerwelle geht doch immer, normalerweise. So, Startveränderung. Das gibt's ja gar nicht. Oh Gott, das hatte ich noch nie. Oh, vielleicht liegt es an der Form von diesem Schlurbleck. Guckt euch doch mal an, wie es aussieht, ey. Wird besser als jedes Schlaflied. Besser als jedes Pummeluff.
Eins. Nein, tu mir das nicht an. Was will denn der jetzt noch, Mann? Zieh dich in meinen Ball. Ja gut, das ist eine Weiterentwicklung. Na, 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 na. Eins. Killers, ich verstehe keinen Spaß mehr. Ich darf dieses runde, pinke Ding nicht anschauen. Warum bringt er mich... Das gibt's gar nicht. Hat er auf euch auch so eine hypnotisierende Wirkung? Alter. Dann mach halt nochmal Trugschlag. Wenn du eines Tages dazu kommen solltest, Cherox. Guck ihn dich an, ey. Guck ihn nicht an. Gleich kommt so, Cherox ist eingeschlafen. What? Mach doch mal. Oh Gott. Okay, ich bereue es. Vielleicht hätte ich doch einfach ein Pokémon mit, na, wie heißt's, Auflockern mitgenommen. Okay, aber den haben wir jetzt gleich. Oh, Heilung. Starter für the Wild wie vorher. Mann, ey. Was wird denn das? Was halte ich mich überhaupt so lange mit dir auf? Eins. Was ist mit dem los jetzt? Soll man noch die Welt verstehen? Vielleicht macht er Verzweifler. Oder ich. Timer, Ball. Vielleicht hat er jetzt schon ein bisschen Wirkung. No way. Ja. Eins, zwei. Alter! Der macht jetzt alles Heilung, da brauchst du schon gar nicht mehr zu paralysieren. So wird das, wenn es fertig ist, du Sturbleck. Eins, zwei, drei. Drin. Gut, der hat ja lang genug gedauert. Und schon bin ich wieder hellwach. Nee, bin ich nicht. Keine Ahnung, was los ist. Schlurbleck! Die lange Zunge ist immer feucht. Ihr Speichel enthält eine Substanz, die Taubheit hervorrufen kann. Om nom nom. Also bitte keinen Zungenkuss. Wo waren wir stehen geblieben? irgendwie da hoch. Da gibt's keinen Weg, Mann. Keine Möglichkeit. Komm ich denn dahin? Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich es. Kraxler ist gefragt. So ein Quark. Toll, aber da steht ein Haus. Interessant. Sei nicht zu geschockt, wenn du mein Pokémon siehst. Das hat schon einiges zu bedeuten. Hast du einen? Ne, der hat 6 Pokémon. Lol. Beep. Na gut. Ich bin auch immer wieder gerne dabei, Drachen zu vernaschen. Wie er mich aufregt, ey. So, was regt mich auf? Da macht Libeldra Erdbeben und schwupps ist der Fisch rasiert. Los, Libeldra, ich will dich. Sorry. Das gehört sich echt nicht, ich weiß. Das gehört sich nicht. Du wiecht. Ich habe jetzt halt an Erdbeben gedacht, weil wenn er sich mit Schaufel eingegraben hat, es funktioniert Erdbeben trotzdem. Ist klar, ne? Aber auch ansonsten ist ja Libeldra kein schlechter Kämpfer und hat schon Level 94. Drottini. Ansonsten würde ich sagen, Drache ist auf Drache sehr effektiv. Ich würde mich interessieren, was der im Original für ein Pokémon gehabt hat. Sei nicht allzu geschockt, wenn du mein Pokémon siehst. Dracoran oder ein Dratini. Ich
meine, so vom Seltenheitsfaktor schon. Jetzt werden wir also 6 billige Drachen-Pokémon eins am anderen abdönern. Und irgendwie hat Bloody ja so ein Fable für Libeltra. Ich habe hier schon so eine Vermutung, dass das Duell Libeltra gegen Libeltra wieder auftauchen wird. Das ist der erstichter Nebel. Bablu. Hä? Ist Bablu Drache? Das werden wir gleich rausfinden. Auf jeden Fall kein Problem, aber mich wundert mich jetzt irgendwie. Ja. Ich glaube Schnurflug. Oder ich glaube Normalflug oder irgend sowas. Sepa. Also keine vollständig entwickelten Drachen-Pokémon, sondern nur so Quatsch. Irgendwie. Oder Vorstufen von echten Drachen. Besorgt ihr jetzt ein Dragoran? Richtig, Mann, ein Dragoran. Und Knackleon. Ja, eben. Die Vorstufe von Libeltra. Also die ganzen Drachen in ihrer Ursprungsversion, auch Sepa. Ist ja später Seemon. Nee, Seetraking ist, glaube ich, Drache. Ja, ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Lucian da. Schön, dich kennenzulernen. Guckst du, was ist hier los? Oma Mars Haus. Erinnert mich an Super Paper Mario mit Opa Pi. Gucken wir mal. Oma Mars. Ich habe mir genau diesen Sprite vorgestellt gerade. Hohoho, ich bin Oma Mars. Ich stamme aus einer Stadt der Drachenzähmer und lebe hier ganz allein. Kann einem starken Pokémon die mächtigste Drachenattacke von ganz Sinnoh beibringen. Soll ich diese Attacke deinem Pokémon beibringen? Welchem? Was für eins? Hey, der Voltec. Na, wahrscheinlich Drachenklaue? Feuer Odem. Wenn ihr wisst, was die lernt, die mein Pokémon beibringen kann, sei es vielleicht Draco Meteor oder was weiß ich nicht alles, dann schreibt es in die Kommentare und schreibt, ob es Sinn macht. Ach, Motte. Oh, Motten sind so hässlich. Wir hatten demnächst 2 Motten im Bad. Eine in der Badewanne und ihr könnt euch vorstellen, was ich gemacht habe. Geh baden! Aber ich glaube gar nicht, wie widerstandsfähig so eine verdammte Motte ist hier. Aber mit Knall... heißem Wasser, richtig kochendes Wasser schon. Und dann liegt halt zertrümmert am Boden. Am nächsten Morgen liegt es immer noch in der Badewanne. Denke ich, ist tot. Nee. Hat sich wieder aufgerichtet. Gerade nochmal. Geh baden. Hier haben wir alles. Das war schon eine Qual, hier lang zu gehen. Boah, Madame. Nicht Boah, Madame. Sondern Boah, Madame. Erschüttert wegen Vorahnung. Lass mich doch gehen. Ja, ja, hier kriegt man halt nichts geschenkt. Wildes Scherox, hier. Sensationelle 10 Spiele, die ich hier habe. Scherox, Rox, Rox. Und schon sind wir angekommen in... Oder was ist das hier? Ach ja, die Entons! Okay, warte mal auf der Karte gucken. Gut, den Weg sind wir hier gegangen, das ist voll dufte. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier runter und dann hier lang und dann hier wieder hoch. Genau, das werden wir tun. Aber da der Part schon bald 50 Minuten lang ist, würde ich sagen, gebt bitte einen Daumen hoch, wenn der Part gefallen hat oder ihr mich unterstützen möchtet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also Leute, nicht verpassen. Bis dann und ciao.